mit ihr zur Gruppe 5. Einfach damit wir schnell auf sie zugreifen können. Das Gebäude ist nun ausgebaut. In so einer wütenden Panikattacke. Seid gesegnet. Ausbau abgeschlossen. So, Gruppe 9 wollten wir auch nach oben zurückziehen. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Gruppe 0 ist halt dafür da, in erwarteten Kampfgebieten zu agieren. Und Gruppe 9 eigentlich eher für unsere Heimat. Kann mir das wieder erklären? Nicht wirklich, und das ist auch nicht wirklich relevant, aber trotzdem. Holz ist gerade nicht mehr so wichtig, geht Eisen prüseln. Sofort. Apropos nicht mehr so wichtig, tschüss Kaserne. Stein. Steine können wir uns auch ganz gut leisten, die tauschen wir dieses Mal gegen Lehm, weil wir davon fast nichts brauchen. Unverschämtheit! Senkt die Steuern! Wenn wir 1:1 handeln, sollten wir aber nicht zu viel ausgeben. Ja, so ist gut. Stimmt, wir haben ja gar keine Steinmetze rumstehen. Ausbau vollbringen. Wenn der Schwefelschacht dort leer ist, haben wir dann hier Platz für Steuern was anderes. Ein Steinmetz oder so. Genau genommen hätten wir den Platz jetzt schon. Gruppe 0, maut euch in die Arbeit. Wenn's denn sein muss. Hier gibt's jetzt nichts mehr. Wir haben alles abgebaut. Moment, was? Ja. Denk nochmal drüber nach, was du eigentlich hier machst. Ist ja unglaublich. Das sieht soweit alles ganz tragbar aus. Wir warten eigentlich noch darauf, dass wir die nötigen Steine haben, um unsere letzten Türme hier auszubauen. Also diese beiden. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Ein Steinmetz tritt in eure Dienste. Den Steinmetz bauen wir hauptsächlich dafür, dass der uns gleich unsere Gebäude verbessern kann. Damit die mir aushalten, sobald der Schwefelstollen hier leer ist. So 300 Schwefel zu sammeln dürfte doch nicht zu lange dauern, oder? Wenn ich mir die Uhr hier oben ansehe, hätten wir eigentlich in einem Durchlauf, glaube ich, hier durchgekonnt. Hätten wir letzte Aufnahme noch zu Ende bringen können, die ganze Sache. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Nennen wir es einen Mangel an Voraussicht. Ich hätte gedacht, die Gegner wehren sich. Diese Taverne könnte eigentlich abgerissen werden, sobald Schwefelstollen leer ist, versteht sich. Wir reißen sie trotzdem nicht ab, aber sie könnte es. Das sollte er wissen. Er sollte es nie vergessen. Es kostet uns nur 3 Mausklicks, ihn zu vernichten. 1, 2, 3. Vergiss das nie. Oder es kostet einen einzigen Mausklick, ihn direkt zu entlassen. 2, wenn wir die Lektion mitberechnen. Es wird bald Regen geben. Ja, von mir aus. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt.
Da handeln sich gerade unsere Reserven zusammen. Es regnet. Habe ich gesagt, das gehe klar? Das war gelogen, was ich angemerkt haben. Ach, lass es regnen. Es soll erst einmal regnen, das soll für uns gerade kein Problem darstellen. Ach so. Na komm, machen wir es schon. Nur eine Frage der Zeit. 90. 90 ist schon so gut wie weg. Das ist in dieser Schacht, in dieser Schicht noch leer. Es ist Zahltag. Wir könnten ein paar Ressourcen zurückbekommen, indem wir das Gebäude vorher abreißen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ach komm, reißen wir es jetzt ab. So. Haben wir ein paar Ressourcen zurückbekommen und können hier direkt den Rest abbauen lassen. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen. Ihr zieht uns das letzte. Seid ihr noch nicht mehr lange, nicht mehr lange. Die Steuern sind. Seid ihr noch ganz bei Trost? Die Steuern sind untragbar. Die Bergleute gehen ja gleich. Wenn die letzten 25 Stunden können wir so rauskratzen, aber so haben wir zumindest noch was zurückbekommen von. Wenn nicht, höchstens ein paar Steine oder so. Die Ausbauten werden nicht mitgerechnet, soweit ich weiß. Also haben wir ein bisschen Lehm und Holz zurückbekommen. Ein ganz kleines bisschen. Der Sommer kehrt zurück. So, aber der Schacht ist weg. Jetzt ist die Schicht im Schacht. Wir lassen sicherheitshalber noch eine Helbardiergarde hier unten stehen. In unserer Hauptstadt. Wir kümmern uns darum. Jawohl. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr... Wir sind zur Gruppe 6 für die Stadtwache. Und damit haben wir alle unsere Zahlen vergeben. Wir sind belegt. Seid ihr noch ganz bei Trost? Die Steuern... Ja, die Bergleute gehen gleich. Ihr zieht uns das letzte Hemd aus. Das lasst ihr euch gefallen. Es ist Zahltag. Geschafft. Sofort. Gut. Damit sind wir in einer guten Position. Quick Save. Immer speichern. Man weiß nie, was falls nicht irgendwelche Dinge passieren. Winter. Es schneit. Du bewegst dich nach hier unten hin. Jawohl. Gerne. Ja. Du siehst dich hier oben um. Hand drauf. Du siehst dich hier oben um. Natürlich, natürlich. Das Wichtigste ist nämlich immer zu wissen, wo man zu tun hat. Ich zeige euch den Weg. Zum Beispiel, damit man das hier machen kann. Aber sicher doch. Ohne direkt Verluste zu erleiden. Wie ihr befehlt. Denn wir wollen zum Brückenkorb auf der anderen Seite aufstellen, damit wir unsere Truppen dort nachversorgen können. Aber und hier unten doch. Ist der perfekte Ort für den Brückenkorb, gesetzt im Fall die... Für euch doch immer. Schaut der Strand ist sicher. Ihr dämlichen Idioten! Ihr werdet angegriffen. Gruppe 3. Sei, Mohammed, es sei. Auf in den Kampf! Na gut. Oh, da kommt der Feind. Ja. Bis in den Tod! Der echt nicht beeindruckend ist. Bis in den Tod! Und mit echt nicht beeindruckend meine ich nahezu erbärmlich. In den Kampf. Warum haben wir solche Sorgen überhaupt über irgendwas gemacht? Zahltag. Das einzig Gefährliche, was die haben, sind Kanonentürme. Jawohl. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Apropos Kanonentürme. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld. Du ziehst dich mal kurz zurück. Wenn das Gebäude einstürzt. Gruppe 13, ich bewege dich dahin. Nichts zu tun, ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich der Turm ist weg. Alles klar. Lichtung.
Schwertkämpfer. Oh, verdammt, die haben doch was Beeindruckendes. Ergreift sie, macht sie nieder. Folgt mir, Brüder. So, eins auf die ganz gestrammt. Zwei können ich schon mal eine Falle platzieren. Die schauen, die Schakale. So, so, Helden als verlorener Haufen weiter vorwärts. Ja. Drauf da. Angriff! Verteidigt euch, ihr werdet angegriffen. Aua. Dafür sind wir genau die Richtigen. Drauf da. Nur hey, Not. Ey, wir nicht können töten. Siegen. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Lass das. Eigentlich sollte ich gar nicht Lass hier das. Sein. Wie ihr befehlt. Zurück. Wie ihr befehlt. Deswegen mag ich solche Taktiken nicht. Fort, Mekka und Medina, natürlich. Stehen mir nicht gut zu Angesichte. Ja. Einer eurer Helden wird angegriffen. Auf in den Kampf! Euer Wunsch ist mir Befehl. Erik, kannst du mitspielen gehen? Ja, natürlich. Schwertkämpfer geht hier. Jawohl. Sieht durch mein Fernglas. Salim ist zu Boden gegangen. Salim hätte nicht zu Boden gehen dürfen. Was machst du da schon wieder? Sofort. Salim vertreibt ihn. Fürchtet euch nicht. Erik, Wirbelschlag. Euch wird nichts geschehen. Was? Wir erledigen Naja, die das. Haben natürlich keinen Position halten Befehl. Ja. Auf in den Kampf. Lehrt sie das Fürchten. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Gut, dann geht's hier mal oben rum. Ihr werdet angegriffen. Gerne. Gerne. Seht her. Wie ihr wünscht. Wir haben nicht gute Truppen, aber die haben viele. Der Sieg wird unser sein. Ergreift sie. Sofort. Natürlich. Jawohl, Herr. Ja. Aber nur können wir endlich unseren Schießplatz irgendwo platzieren. Sobald die Leute aufgehört haben zu kämpfen, müssten wir doch ausreichend Platz hier am Strand haben. Ja. Danke. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. So, er geht jetzt aus dem verlorenen Haufen rüber. Der braucht zur Verstärkung. Wird gemacht. Auf in die Schlacht! Gruppe 1. Fertig. Ich tue mein Bestes. Reiter vorwärts. Gern. Ach, es funktioniert nicht. Genau ich hasse dieses Spiel. Ja, Herr. Ja, Herr. Ich verabscheue dich gerade so sehr. Wie ihr wünscht. Ihr werdet angegriffen. Seht hier. Da ist immer kurz Kartenrand. Schaut in die Ferne. So soll es was macht ihr da? Lass das. Jawohl. Wobei die Schwertkämpfer können sich immer kurz hochmorden. Bis in den Tod. Dafür sind wir genau die Richtigen. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Tatsächlich. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Lasst die Lass das. Von euch abfallen. Und kämpft! Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. So, du möchtest mal mitkommen. Ja. Wir möchten Dinge sehen. Jawohl. Hoch mit euch auf die Mine. Macht sie nieder! Sofort! Auf den Belagungskanonen. Der Rohstoff in einer Dario kann nicht. Schächte geht zur Neige. So gut ich kann. Sehr wohl. Dario Schießt ihr wohl. Liegt bewusstlos auf dem Schlachtfeld. Ach, verdammt. Nur Mut. Wir werden siegen. Bald wird es wieder wärmer werden. Ja, als unzufriedenstellend. Ihr werdet angegriffen. Nur Schießt. Mut. Dieser Kanon darf nicht zum Schuss kommen. Wie ihr befehlt. Bogenschützen, wir brauchen Verstärkung. Ja, Milord. Seht nur. Es klart Gruppe 3 und wird wieder warm. Der Sieg wird unser sein. So soll es sein.
Ja. So, zieht euch mal zurück. So soll es sein. Dafür sind wir genau die Richtigen. Seid unbesorgt, wie ihr befehlt. Und mordet euch hier durch ein bisschen. Am besten die Gegner weglocken. Attacke! Ein Held. Okay, jetzt auf die Schwertkämpfer. Große Gefahr. Für die Ehre! Daro lag natürlich schon wieder. Salem kann jetzt endlich heilen. Fürchtet die Wunde nicht länger. Die Beschützten stehen einfach rum, wie einfach angenagelt. Und tun Seht nichts. Mein Fernglas. Wir brauchen Winter. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ein Schankwirt ist traurig. Was wird? Kamera, was tust du schon wieder? Schneeflöckchen weiß. Alles fällt dir auseinander. Ich habe eine Maus gemacht, hat allmählich ein paar Probleme. Genauso wie ein Sprachzentrum in meinem Gehirn. Beten. Eure Siedler werden. Ah, ein guter alter Segen. Ergreift sie! Nope. Ihr werdet angegriffen. Bis in den Tod. Natürlich. Helden, hier geblieben. Ja, natürlich. Angriff! Eins, zwei, drei. Die haben sogar alle überlebt. Zumindest die Hauptleute. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Der Kundschaft ist ja ersoffen, kann das sein? Ich habe Holz gefällt. Ich habe Kundschaft ist ersoffen. Ja, ist er. Tja, macht noch nichts. Ich zeige euch den Weg. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ergreift sie! Folgt mir in den Kampf! Verteidigt euch! Ihr werdet angegriffen! Zieht euch zurück. Daru, vertreibt sie ein bisschen. Rettet eure Haut, solange ihr es könnt. Ist in Ordnung. Nein, Gruppe 0. Könnt ihr mal einen anderen belästigen mit eurer Bogenschubse? Für Ruhm und Ehre. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Kanone. Für Ruhm und Ehre. Streitet furchtlos. Du bleibst hier. Jawohl. Zahlen. Geh ins Getümmel. Feinde haben einen Held attackiert. Ihr sammelt euch hier hinten schnell wieder zusammen. Ja, mein Herr. Lauf da. Macht sie nieder. Oh, das tut mir weh, den Schützen. Gut, Reiterei. Aufräumen. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Und darum setze ich hauptsächlich auf Fernkampfarmeen. Mit denen passiert sowas nicht so schnell. Das kann ich. Wir erledigen das. Ja. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Ich könnte schwören. Die bluten einem nicht direkt komplett aus. Dort oben im Baum. Gruppe 0. Weiter vorgeschobener Schießplatz. Und dann haben wir den alten. Gruppe 2 vorstoßen, Gruppe 3 erst recht. Salem kann sich kurz mal heilen. Ach, Chef. Ah ja, drauf Bis da. In den Tod. Schwertkämpfer sind leider immer ultimatives Kanonenfutter. Das kann ich. Und den Preis habe ich nicht wirklich wert. Salim wurde überwältigt. Spürt meine Klinge. Fürchtet euch nicht. Euch wird nichts geschehen. Auf die Kanonen. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. So, schützen. Ihr werdet angegriffen. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Es ist Zahltag. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Auf die Reiterei. Jetzt könnt ihr zeigen, auf die Kanone. Zuallererst die Kanone.